Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Tanks Replays zusammen mit mir, eurem Rio, und heute mit der Grille 15 nochmal. Ich zeige nochmal ein Replay von der Grille 15, weil das letzte Replay war kein Panzerass-Replay. Da habe ich mich ein bisschen über den Schaden gewundert und auch über die Erfahrungspunkte, dass es noch kein Panzerass war. Auf jeden Fall, heute gibt es ein weiteres Replay zur Grille 15, um mal zu zeigen, wie man mit der auch spielen kann. Beziehungsweise, ist es ein Replay, wo der Spieler bereits drei Gunmarks drauf hat, was ich ziemlich beachtlich finde. Und zwar ist es da der Gangster-Guy aus dem Clan Fame, der mir dieses Replay zugeschickt hat. Und wir sind auf der Map Prohorovka, also eigentlich eine ziemlich typische Map, wo man sich mit TDs normalerweise hier hinten hinstellt. Interessant finde ich, dass der Gangster-Guy das nämlich überhaupt nicht macht, sondern der fährt auf den Hügel einfach mal rauf, richtig aggressiv. Finde ich total cool und einer der Gründe, warum ich dieses Replay dann gewählt habe. Also ich habe mir das Replay diesmal ein bisschen zumindest zum Anfang angeguckt, nicht komplett. Aber nach dem letzten Fail, das letzte Replay, was ich hochgeladen habe, das habe ich ja wieder runtergenommen, weil das nicht ganz so gut ankam. Ich habe es mir nochmal angeguckt und irgendwie beim zweiten Mal angucken konnte ich die Kritik dann noch nachvollziehen. Deswegen heute nochmal ein kleines Replay mit der Grille 15. Schöner Schuss an der Stelle. Einfach, um nochmal zu zeigen, was der Panzer drauf hat. Das ist jetzt auch eher ein Replay, was fokussiert auf diesen Panzer ist, um den nochmal zu zeigen. Denn da gab es ab und zu auch nochmal ein paar Fragen und viele Forderungen, wie ich den Panzer finde und wie man den Panzer vielleicht spielen sollte. Und der Gangster Guy hat hier auf jeden Fall eine sehr interessante Herangehensweise und Spielweise mit diesem Panzer. Eben weil er auch relativ aggressiv steht und den sehr offensiv spielt, was ich ja total cool finde. Ich finde es super, wenn TDs so gespielt werden und bin auch der Meinung, dass das mit vielen TDs der richtige Weg ist, einfach mal ein bisschen sich was zu trauen. So, kann hier nämlich auch sehr schön auf die Mitte wirken. Geht auch nicht auf. Ich glaube, der Camo-Wert ist bei dem Ding ein gutes Stück besser als beim WT auf N100. Deswegen ist es relativ gut, wenn die von oben nicht durchdrücken. Dann kann er hier richtig schön auf die Mitte pellen. Das war auch wieder ein relativ schöner Schuss. Das war ein schöner Schuss auf den T10. War leider nur No Roll. Naja, was soll's. So, schauen wir mal. Es steht aktuell 4:3. Er hat hier wirklich, ich bin für die Position gut. Ich bin mal gespannt, ob die in der Mitte sich jetzt noch ein bisschen was trauen oder ob die das lassen. Wir können auf jeden Fall mal einen kurzen Blick auf die Konstellation werfen. Wir haben überwiegend TDs, also sehr viele TDs pro Team. Nicht überwiegend, sondern einfach sehr viele TDs pro Team. Ein E4 ist im Gegnerteam schon raus. Ansonsten haben wir noch ein paar Heavies, nicht allzu viele. Das ist eher Mangelware in dem Spiel. Das meiste oder das Spiel besteht eigentlich hauptsächlich. Oh, schöner Schuss, aber leider ein Low Roll, 686. Das war, glaube ich, der Schuss auf das Objekt. Die Teams bestehen hauptsächlich aus TDs und Mediums. Auch eine sehr interessante Konstellation. Und zusätzlich drei Artis pro Team. Für die Artis eher weniger gut, dass die Teams hauptsächlich aus Mediums und TDs bestehen. Wobei bei TDs vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber gerade auf Prohorovka ist so ein R100 natürlich ein schönes Damage-Polster für eine Arti. Aber hier heute leider nicht, leider keine. R100 ist ausverkauft. 5:4, schöner Schuss auf den T10, nimmt ihn damit direkt raus aus der Mitte. Ich finde es immer noch prima, er hat hier eine tolle Position, kann schön in die Mitte zielen. Und hinten auf den Bahnübergang Nähe des Gegner-Caps, wo er ja auch gerade das Objekt richtig schön treffen konnte. Also wenn jetzt die Kollegen hier noch nachziehen, hier müsste eigentlich relativ frei sein, die Forch steht auch schon, müsste hier den Bahnübergang aufmachen. Ist jetzt natürlich noch die Frage, hier unten war noch ein, ich weiß es gar nicht mehr, was da stand, war das noch ein T10? Nein, da stand noch irgendwo ein T10, ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, das war der T10, der da stand. Da, wird der Gangster-Guy noch ein bisschen abgehalten vom Pushen, denn er muss natürlich berücksichtigen, dass die Gegner drei Artis haben. Er in seiner Grille 15 nicht besonders viel Panzerung hat, also wenn da ein Arti-Treffer ankommt, dann kann das Ding schon mal relativ leicht platzen. Ansonsten kann er natürlich auch ordentlich Feuer vom Bahnübergang bekommen, wenn er da jetzt sich zu sehr oder zu weit vorwagt und der T10 ihn aufmacht. Das heißt, das ist jetzt ein kleines Geduldsspiel. Er steht 5:6, also ein leichter Nachteil für das eigene Team.
Bleibt abzuwarten, wie sie sich jetzt hier entscheiden, positionieren. Der 121er sehe ich in der Mitte, der probiert hier den aktiven Scout zu machen. Finde ich eigentlich gut. Passiert viel zu selten auf der Map, dass ein Medium mal ja, das Herz in die Hand nimmt oder das Heft in die Hand nimmt und ein bisschen aktiv scouten geht, wenn kein Spotter bzw. kein typischer Light mehr da ist. So, da haben wir eine Grille 15. Doch, der hat sogar getroffen. Ich habe jetzt gerade gedacht, ob der trifft, aber wusste ich gar nicht, dass die Mündungsfeuergeschwindigkeit so hoch ist bei der Grille 15. Aber er hat kaum vorgezielt, die Grille 15 war relativ rasch unterwegs. Oben steht übrigens der T10. Ja, der war gerade offen, 5%, hat er nur noch einen beherzten Arti-Schlag und dann könnte das Ding raus sein. Also war nochmal ein schöner Hit auf jeden Fall auf die Grille 15, die da lang gehuscht ist. Das Objekt hat er hier gerade leider verfehlt. Im eigenen Team wurde übrigens auch schon eine Arti rausgenommen. Vermutlich gecountert, würde ich mal mutmaßen. So. Jetzt ist die Frage, wie geht man am besten vor? Vermutlich wird die halbe Welt hinten bei denen wieder an den Büschen stehen. Also da werden hauptsächlich die TDs vermutlich rumhängen. Ob er den trifft? Er trifft ihn. Nice. Guter Schuss. Ein bisschen was gesehen. Rausgenommen. Ist nicht mal aufgegangen dabei, weil die Arti schon mal blind wie Maulwurf war. So kann man es auch machen. Eine Arti rausgenommen, ohne aufgegangen, gespottet worden zu sein. Gespottet worden zu sein, gespottet zu werden. So, jetzt haben wir es. Die anderen beiden Artis. Die Fosch hat wahrscheinlich die Kollegen aufgemacht. Zack, die Arti ist raus. Zweiter Arti, der hier rausgenommen hat. Und dann haben wir, oh, ein Tausender Hit. Autsch. Ja, da könnt ihr sehen, hinten am typischen Campingspot werden die ganzen TDs stehen. Wird jetzt also ein bisschen kritisch. Ich bin mal gespannt, wie er das hier ausspielt. Er geht hier auf jeden Fall noch nicht auf. Wenn er ein paar Meter weiter vorfährt, kann das allerdings passieren. Je nachdem. Er wartet jetzt erstmal, bis der Spot kommt. Da könnte ja noch ein Patton irgendwo sein, das ist ein Problem. Objekt 268 und Grille 15 sind vermutlich auch mit nach hinten gefahren. Da haben wir eine Grille, glaube ich. Ja, nee, das Objekt haben wir da. Oh, er prallt ab am Objekt. Schade, schade. Grille 15 ist offen und wird auch rausgenommen. Der Kollege der T54 macht das da übrigens sehr gut. Uiuiui, hat er ein Glück. Oh, FV. Der FV ist nur in die Ketten nur gegangen. Der Schuss vom FV. Der müsste eigentlich gesessen haben. Wüsste jetzt keinen Grund, warum der nicht durchging. Ja, der hat gesessen. So, nur noch FV und ein Jagdpanzer auf RN100. Beides Panzer, die ihm hier auch ordentlich einen reindrücken können. Haben wenig Probleme durchzukommen. Wenn der FV HE geladen hat, dann könnte es sogar ziemlich brenzlig werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schön durch die Wanne. Der ist auch raus. Hat ihn, glaube ich, sogar gespottet. Ja, der T54 hat sich jetzt natürlich leider ein bisschen geopfert, aber nichtsdestotrotz gut ausgespielt, gut da die Ecke gespottet. Ist nicht immer ganz so einfach, die Leute da rauszunehmen. Deswegen auch ein Lob an den Gangster-Guy, der da ordentlich gewartet hat. Hat gesehen, T54, der wird da wahrscheinlich demnächst irgendwie reingehen und hat ihm dann da auch die Unterstützung gegeben, die er an der Stelle brauchte. Es gibt nämlich nichts Ärgerlicheres, als wenn man als Medium dort spotten geht, vielleicht sogar Ziele aufmacht und dann fliegt da kein Schuss. So, das war die Runde zur Grille 15, die zweite Folge, beziehungsweise die zweite Aufnahme, das zweite Replay mit der Grille 15 auf meinem Kanal und ja, schöner Panzer. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass es ein guter Ersatz war zum WT auf RN100. Ich finde, dass man den, dass auch schlechtere Spieler vermutlich mit dem etwas besser sind und bessere Spieler, die ja mit dem WT auf RN100 auch ziemlich abgegangen sind, die keinen großen Nachteil bekommen haben mit diesem Panzer. Von daher finde ich die Entscheidung ganz richtig von Wargaming, diesen Panzer auszutauschen, dafür die Grille 15 zu bringen. Finde, der Panzer ist gut konzipiert. Vielleicht macht er noch ein bisschen zu viel Schaden, weil die Schadensrunden sind immer extrem hoch. Also mit dem Ding ist das nicht schwer, seine 4.000, 5.000 Schaden zu bekommen. Die meisten Runden gehen da sogar ein bisschen drüber. Ich habe viele Einsendungen bekommen zu Grille 15 und ein paar davon. Da steht dann noch immer, ja, irgendwie, ich bin jetzt nicht der beste Spieler der Welt, aber mit der Grille 15
Da fahre ich einfach mal locker meine 3600 Durchschnittsschaden. Was gar nicht mal so ohne ist, muss ich sagen. Okay, ihr Lieben, wir gehen mal eben rüber zu den Statistiken und würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Scoreboard. So, willkommen zurück im Scoreboard mit dem, ja, eben gesehenen Spiel vom Gangster Guy. Mit der Rille 15 auf Prohorowka, das waren Panzer tatsächlich, es waren Spotter, ein VFV-Effekt, eine Confederate Medal, ein High Caliber und ein Tanker-Sniper. Im Teamscore gucken wir uns mal den Schaden an. Das ist einfach Wahnsinn. Fast 9000 Damage geht hier auf die Grille 15. Und das ist einfach mal mehr als doppelt so viel wie das Objekt 140, was an zweiter Stelle steht. Im Gegnerteam ist übrigens auch eine Grille 15. Der Panzer mit den meisten Schadenspunkten hat 4000 Schaden zugefügt. Ansonsten die Damage-Verteilung hier ein bisschen weiter gestreut. Wir haben hier zwei Topscorer, sage ich mal, 8900, 4120. Danach kommt nochmal ein relativ guter T54, der auch einiges an Spotting-Damage haben wird. Allein aufgrund der Tatsache, weil er da ja recht beherzt in die Ecke gefahren ist, um die Gegner aufzumachen. Ja, es waren 1118 Basiserfahrung. Damit bekommt er das Panzerass. Interessanterweise hängt aber auch damit zusammen, er hat 2278 Spotting Damage. Dadurch, dass er so aggressiv stand, hat er natürlich oben den Hügel auch ein bisschen mitgespottet. Und ja, nur die Hälfte seines Schadens ist aus einer Distanz von mehr als 300 Metern zugefügt worden. Also insgesamt sehr interessante Spielweise, sehr aggressiv gespielt. Die Grille 15 finde ich sehr gut. Auch wenn, gut, er ist jetzt nicht extrem aggressiv vorgefahren, aber er hat sich am Anfang einen aggressiven Spot gesucht, beziehungsweise eine aggressive Position und konnte von dort aus sehr gut in die Mitte wirken und dann weiter Richtung Gegner-Cap rotieren. Also insgesamt finde ich, dass er da eine ganz gute Spielweise an den Tag gelegt hat. So, 17 Schuss wurden abgegeben, 15 sind angekommen, 13 durchgekommen und den Schadenswert haben wir ja schon gesehen. Neun Fahrzeuge angeschossen, drei zerstört und nach Abzug aller Kosten bleiben übrig 32.620 Credits. 88.506 hat das Fahrzeug gebracht und Erfahrungspunkte nach dem Siegesbonus sind dann 1.677. Gut, ich würde sagen, das war's für das heutige Spiel. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, lasst mir noch einen Daumen da. Ihr könnt mir gerne auch nochmal eure Meinung zur Grille 15 in die Kommentare schreiben. Ich fand das schon sehr interessant, was unter dem letzten Video alles zusammenkam. Bitte achtet aber da drauf, gerade weil es ein neuer Panzer ist, da gibt es immer sehr unterschiedliche Meinungen. Auf konstruktive, ja, konstruktive Art und Weise, das wäre schon total töfte und nett und toll. Dann, ja, vertragen sich alle. Ich weiß, dass es da immer zwei verschiedene Meinungen gibt. Also es gibt auch viele, die sagen, die Grille 15 ist voll doof und sie wünschen nicht den WT wieder. Aber ja, so ist es nun mal aktuell und ja, ich wünsche euch ja, weiterhin viel Spaß auf YouTube. Lasst mir noch einen Daumen da, würde ich mich sehr darüber freuen und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Rio. Ciao.